Korpus gerade nie rennen irgendwie. Springe wieder daneben, weil das Ding schief steht. Das haben wir gleich. So. Alle. Oh, komm rein, kannst ausgucken. What the fuck? Kommst du rein? Ja, ich guck mal gerade nur den Todesstern an. Achso, ne, komm, kannst du von innen drinnen gucken. Aber da fehlt eine Platte außen, ne? Ja, hat keine verloren. Ja. Hiu! Okay, zwei sogar. Okay, hier Gewächshaus, okay, schön. Gehärtete Platte natürlich überall. Okay, Offline-Schutz, großer Generator, Alter. Das ist aber ein Brummer. Hier, guck mal hier oben in die Kiste rein. Alter. Oh, das Warp-Ding drinnen. Warp. Ja, das baue ich gerade schon, das baue ich gerade schon. RCS. Darf man mal die Tür nehmen? Ja. Juhu. Alle? Wie sind da drinnen? Ja. 10, ich hab mal 5 genommen. Hier drüben ist wegen dem Panorama. Ja, wo? Ach, da! Nee, wo? Hier? Wie denn? Wo denn? Was Ach, denn? Da denn? Nur wegen dem Panorama hier? In weiteren Sinn? Ja, aber ich hätte gehärtet die Glasscheibe, oder? Ja, ich wollte da auch gepanzert oder bauen, aber ich dann verdrängt. Das sind die großen Tanks, ne? Das sind die großen Tanks. Okay, cool. Und. Alter, seh die Digga! Fuck! Und. Hier geht's dann hoch. Mit meiner geringen Bewaffnung. Voll des Bumsmoggle da. So. Und du hast gesagt, es fehlen ein paar Blöcke, ja? Achso, ich muss da Passagiersitz reingehen, ja genau. Gibt's da Passagiersitze hier? Nö, ist doch keiner eingebaut. Du musst hier kurz ins Cockpit, das war da drüber, ist richtig weiß, dann rechts. Vorne vom Konstruktor. Halt, andere Seite. Genau. Du hast gesagt, es fehlen noch Blöcke, ja? Mhm, außer beim Aufzug, Constructor, Nahrungskühlschrank, Generator, Schwerkraft, Pflanzlicht, Medizin, Schubdüse, Geschütze. 21! Ja. Robert, du meinst direkt beim, Aufzug. Beim Aufzug, ja, da konnte ich nichts setzen, weil, Ach, das kann ich nicht bedienen, schade. Was kann ich bedienen? Artilleriegeschütz geht auf dem Planeten ja nicht. Nee. Kann das nicht bedienen? Ja, die Mauer geht hier nicht, weil hier oben die gehärtete Platte ist irgendwie. Ganz komisch. Kann den nichts setzen. Kann ich mal versuchen? 8. Kann ich setzen da? Durch, wa? Warum kann ich da nicht setzen? Wahrscheinlich, weil ich eine Platte weg muss, aber. Hast du das eine CV rein zufällig nicht abgeändert? Wie abgeändert? Das Speedy. SV. Ja, manche SV. SV. Was aber drauf parkt. Hab ich abgeändert, doch. Ja, weil das hüpft gerade alles hier so schön. Ja. Sie schnell wie mit dem Rumhüpfer da. Weil du im Cockpit rumhüpfst. Ja? Die ist doch an die Kiste. Ach so, stimmt. Ach, aber die Triebwerke sind aus, ne? Ja, nur Triebwerke. Ich steig lieber aus, ist schon noch eine blöde Idee. So, jetzt habe ich setzen können, ich muss den anderen Block wegmachen. Gibt's noch so Eckblöcke extra? Ja, und hinten steht mein Speedy, genau. Naja, aber wie gesagt, wenn du das eine da wegmachst, machst du so einen Eckblock rein, dann geht das nämlich. Mhm. Dann ist alles safe.
Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, deine Mutter! Ja, viel Zeug, ja? Ja, ja. Ich hab extra die Selbstschussanlage ausgemacht unten. Damit wir was vom Fleisch haben. So, gib mal dein Fleisch, du Miststück. Ich will weg hier. Hier ist alles böse. Wo geht's hier wieder zurück? Ich will nach KV. Ach, da ist nach KV, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich merke mal sowieso, was man offscreen macht, die ganze Sache durchproduzieren lassen, durchlaufen lassen, durchproduzieren lassen. Sonst wird es nämlich nichts. Ich habe bei mir überall im Container einfach meine Erze reingeschmissen. Ich habe die gar nicht verarbeitet. Was? Ja, nicht alle. Ein paar, ja klar. Ein paar Zugriff habe, aber auf jeden Fall. Ich habe hier 5 Stacks mit Magnesiumerze und all so Zeug drin. Komme ich nochmal Zeug runter? Ich kann den Hals ja nicht vollkriegen mit Fasern. Ah, jetzt hat er abgeschlossen, der kleine Leuch wieder, ne? Ach so, Moment. Nee, ich kann es ruhig lassen, ist okay. Nix. So, ist wieder auf alle. Okay. Ach, hab's komplett abgeschaltet, okay. So, dann machen wir jetzt. Hucha. Ne, ich fliege jetzt mal kurz zurück zu meiner Basis und werde dort mal schauen, wie weit die Sachen sind. Ob das alles passt. Guck, kleines Raumschiff. Du hast noch keinen Namen, dein Schiffchen. Echt? Du hast noch keinen, das hat noch keinen Namen. Das ist der Name, kein Namen. Ja. Bei Games of Thrones hier. Das Mädchen mit keinem Namen. Richtig. Leider ist die Staffel schon wieder rum gewesen. Es hat einen Namen. Mein Bulldozer hier oben, den werde ich auch wegmachen wieder, der taucht nix. Bulldozer, um den Wald zu blättern, oder wie ist der Plan? Nö, der hat 6 Raketenwerfer vorne, da wollte ich eigentlich die Base mit platt machen. Aber da kann ich mit meinem kleinen, mit den 3 Pulslasern, bin ich viel effektiver. Den haben sie mir schon zweimal fast zerlegt, nicht ganz, aber fast. Okay, ja gut, den, klar. Den Bulldozer, der kommt weg. Zumal ich den nicht selber gebaut habe, das ist ein Blueprint. Jo. Aus dem Workshop und nur ein klein bisschen verändert hatte ich den. Ja, ist doch okay. Aber nee, ich wollte ihn mal ausprobieren. Das sah so vielversprechend aus, weil der so gepanzert war. Aha. Aber du kommst, wenn du Schäden hast, du kommst an die Düsen nirgends ran. Ah, das ist Käse. Kannst nichts reparieren. Also ja, also, solange du sagst, du hast was gebaut und hast dabei aus einem Blueprint. Ja. Den werde ich mal abbauen. Naja, das haben wir irgendwo schon durch, ne? Das Thema. Ja, viele Themen. Abby ist auch ZR1 Plasma jede Menge hier unten, wo ich gerade bin. Hab da vor kurzem mal, aber das. Ach Gott, das muss man nochmal, glaub so sagen. Ah. Da kommt wieder mein altes Lied auf. Brain, I miss you. I really fucking miss you. Ab der Geburt schon. Ich hab die scheine Geburt vermisst. Nee, boah, hör mir auf, du. Nee. Oh, wir sind noch Fasern. Guck. Okay, wie ich glaub, da fliege ich nach Berlin, rauch mal saubere Zigarre und trinke gute Flasche Whisky dabei. Whisky, da habe ich aber nur Bourbon. Das ist egal. Hab keinen Scotch. Oh, ich werde. Hast du schon mal eine Multiband gewickelte Zigarre geraucht? Nee, ich mag auch keine Zigarren. Ach so? Nee, Zigarren ist das für alte Männer. Weißt du etwas, Hage? Ich bin alt oder was? Brauchst gar nicht so lachen. Ja, aber das hat sich gleich hier rund. Entschuldigung. Ja, das erinnert mich immer an meinen Opa und vollgepinkelte Hosen und sowas. Ach so, ja, gut, okay. Das ist dann. Ja. Muss man nicht haben. Ja, nichts gegen meinen Opa, so ist es nicht, aber. Die Erinnerung daran, also, ja, ich weiß es mal, das in Kombination, da kommen Erinnerungen hoch, die kann man. Braucht man nicht haben. Ja. So. Okay, dann Zigarillos? Auch nicht. Mit Vanille? Okay. Ja, notfalls.
Okay, ich hätte jetzt an Caipirinha gedacht, aber ist okay. Ja, was Zigarillos haben ja nichts mit Caipirinha zu tun. Doch, halt die Schnauze vom Geschmack her. Caipirinha mag ich. Ja, aber es gibt da Zigarillos mit Caipirinha. Geruch, Geschmack, wie auch immer. Ja, dann trinke ich mir doch lieber ein Caipirinha. Oder beides. Habe ich doch viel mehr von. Das ist ein Doppelkalpi. So, mehr Handyblöcke. Oh, ich weiß was. Dann können wir gleich mal schon ein bisschen anfangen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das alles so reicht vom Platz her, wie ich das gerne hätte. Ich glaube es nämlich gerade nicht. Ich habe da schwere Befürchtungen. Was habe ich halt da in der Box noch drin? Eigentlich nur Schrott. Da kommt das mal da rein. So. Gut, 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 gut. Der Constructor braucht gerade ewig, um den ganzen Scheiß herzustellen. Gerade diese T2-Sache, das ist ja eine Perversität, was da brauchst. Hast du schon aufgerüstet gehabt? Ja, ist schon der Verbesserte, ja. Er weiß es nur nicht, wa? Ah, das Gefühl habe ich auch gerade. Vom Boss nicht ins Zweiten. Hab ich ja schon. Aber ich dachte gerade, ich habe meine gerade schon alles zu weit erstmal eingestellt, die Sache, weil es erstmal so grundlegend sind. Und andere soll ich dafür da sein, dass ich Pläge krieg. Aber ich, wie gesagt, ich habe eh glaub Platzproblem. Ich muss das Ding, ich muss den Hangar eh nochmal vergrößern. Das heißt jetzt schon, das sieht jetzt alles so schmächtig aus. Ja, cool wäre, wenn du zwei nebeneinander packst, dass dann der automatisch die Ressourcen vom anderen rüberholt, wenn er was braucht. Und immer dieses ewige Umipacker geht mir auf den Kranz. Warum kann ich jetzt hier nicht raus? Was soll denn der Scheiß? Warum backe ich da jetzt rum? Hä? Hallo? Spiel? Habt ihr schon mal erlebt, dass es in der Luft festhängt? Ja. Ich bestätigen. Hallo, nimm mich weg. So. Jetzt? Uff, au. Ich habe jetzt 352 Fasern. Sollte eine Weile reichen eigentlich. Ja. Zumindest so für den eigenen Bedarf. Na, ich brauche nur für Beta eigentlich. Weil so was Überflüssiges wie... Wie heißt Dem? Dem? Keine Ahnung. Was du redest, Land? Bandagen brauche ich nicht, weil ich hab ja genug Plasma. Ja, das ist ja gut. Da fehlt mir glaube ich ein bisschen noch ein Plasma. So, genau. Dann packen wir das jetzt mal schon rein. Das und das. Ach, da ist ein Cockpit schon drauf. Das können wir eh klar abreißen. Lass mir dann ein Bauteil noch kurz holen. Und dann überlegen, wie wir uns das Teil zusammenbasteln. Wollen wir jetzt mal eine Runde ernten hier? In der Basis wächst ja die Ressourcen hier, die Pflanzen wie Hulle. So. Ich hab 200 Dosen zu Hause. Wie hat das eigentlich mein gehabt, dass Construct sich die vom anderen holt? Holt er sich die andere rüber? Wie darf man das verstehen? Nee, der würde mir gerne wünschen. Ach so, jetzt, also okay. Da steht, dass sie verbunden sind miteinander. Was wollen sie aber noch machen, habe ich mal gelesen, irgendwann. So Pipes und so ein Zeugs. Ja, denen noch viel vor, also da müssen wir uns noch ein bisschen in Geduld üben. Ist leider auch nicht das mega riesige Entwicklerstudio, aber die sind ja schon über alles ziemlich froh. Ja. Nee, es war ja auch kein Gemecker. Nee, das ist klar. Dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass sie sowas mal machen wollten. Mhm. Kinders, wir machen eins. Ich glaube, wir setzen die Aufnahme einfach fort, wenn wir die Sache durchkonzipieren, wenn das alles durchlaufen ist, weil das scheint noch eine Weile zu dauern. Ne? Genau. Also, dann bis gleich, Leutchen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zurück am Stück. Wir haben alles durchproduziert. Ist alles durchgelaufen. Ich habe noch eine kleine Modifikation vorgenommen, und zwar eine Vertiefung, weil ich fast vermute, dass das ganze Schiff doch etwas länger wird. Ich habe mir auch schon einen Plan gemacht, wie wir es bauen. Relativ lang, wenn es geht, nicht so hoch. Das muss ich dann noch ganz genau gucken. Ja. Wir fangen an. Wir benutzen den Myrit-Modus, meine Hasis. Und zwar klicken wir an der Famous Design und dann hier. Genau. Perfekt. Die YZ-Achse. Entschuldigung. So nämlich. Dann brauchen wir erstmal Block. Und am besten nehmen wir Block hier. Das Schöne ist, wir haben hier keine Probleme. Was ja das betrifft, da habe ich schon fast das Gefühl, das wird vorne zu knapp. Weil ich vorne, ich will es wie gesagt eigentlich recht lang haben, nicht so komisch, sondern eigentlich eher ein bisschen länger, wenn es geht. So. Ja. Das Gewicht müssen wir jetzt auspendeln. Dorfer, also. Und zwar einmal so. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht ganz so, ich wollte es eigentlich lang ziehen. So. Ah, sieht schon besser aus. Na, vorne kommen dann noch Füßlis rein. Das sollte man relativ zügig machen, weil die kippt jetzt bestimmt gleich wieder nach vorne. Oder auch nicht. Schön. Füßlis. Da sind Füßlis. Ich mache erstmal unten den Füßli rein. Einer muss reichen erstmal vorne. Dass sie zumindest schon mal nicht mehr abhaut. So, hinten machen wir das gleiche. Ganz eine müssen wir wieder abreißen und aber das ist ja so, das ist erstmal nicht tragisch. Ich nehme das Ganze auf. Ich denke aber mir, ich lade es nicht erst von der Folge, sondern lasse es einfach so, wie es ist. So, tja. Gut Ding mit Weile haben. Jetzt Cockpit habe ich. Meines Wissens nach nicht. Verdammt! Ich habe doch eins gebaut, habe ich nicht rausgeholt. Motor. Da habe ich noch Blöcke in Auftrag gegeben, da auch noch Blöcke. Warte mal. Ach, du bist schon fertig? Okay, gut. Dann freut mich das. Und dann benötige ich ein Le-Cockpit, mein Friend. Lass mich überlegen. Cockpit, nochmal zwei Standfüßlis. Das hört sich gerade nach meinem Chevy an. Wo fährt mein Chevy in der Hof? Nee, ist nicht mein Chevy, aber ist auch ein Dieselmotor von General Motors. Deswegen hört sich das gleich an. Erklärt viel. So, einmal, zweimal, dreimal. So, da bleibt es auch noch kurz, bis das Füßli fertig ist. Schubdüsen haben wir natürlich schon schöne große genommen. Ich will es nicht übertrieben machen, muss ich leider zu sagen. Das Ding soll funktional sein, ich möchte damit auch Essen produzieren können. Habe ich im Gegenzug, da müssten meine Pflanzpöttiche fertig sein. 27. Nährlösungen brauchst du noch. Gesteinsbegrenztes Wasser. Ja, ich glaube, das reicht. Das soll erstmal. Nee, da müssen wir jetzt kurz warten. Jetzt habe ich eine Sache vergessen. Das ist doch scheiße. Boogie. Mango Baby, können wir das schaffen? Ich mach schon eins. Haut es weg. Haut 10 Stück rein. Macht dann 10 Stück davon. Und dann erstmal so, ne? Der Punkt ist halt, das Ding ist, wird relativ groß. Habe ich eigentlich so nicht vor. Unsere Höhe, unsere Breite ist begrenzt, wie wir wissen. Dementsprechend, ach, ich bin doch ein Fickfisch, du. Mann. Es war das Mikrofon an. Ja, also an. Gut. So, wir brauchen auch noch einen Kern. Volldepp. So, warte. Da war's richtig. Hier, Kern da nochmal, bitte, danke. Brauchen wir jetzt nicht, brauchen wir später. Ist okay. So. Lass mich ein bisschen vorwärts kommen. So, jetzt folgendes. Eingang wird zukünftig in der Mitte sein. Wie voll?
Zwei Computer, okay. Dann geht's ja. Wird zukünftig in der Mitte sein. Ich bin unglücklich ablegen können. Ja, ist jetzt egal. Wir verarbeiten hier noch Material. So, zack. Cockpit wird zukünftig vorne hocken. Das heißt für uns, dass Inventar einfach verdammt nochmal viel zu klein ist. Ich noch zu viel Schrott drin habe. So. Cockpit, das erste, was wegkommt. So. Das Cockpit wird vorne hinkommen, natürlich. Natürlich habe ich ein scheiß Cockpit ausgewählt. Ach, ich flipp aus. Gibt's doch nicht. Ich kann aber gerade So, du bist nicht nur ein 2-1er, das sind keine Maße, sondern auf jeden Fall bist du ein 1er-Block oder ein 3er-Block, je nachdem, was hier ist im Computer. Schenke ich hier sogar. Jetzt noch eine andere Sache. Das kann raus. Erstmal die Geschütze können raus. Hier kommen wir eben in den Außenbereich ran. Na? So. Achso, warte. Cockpit brauche ich aber trotzdem. Zip. So, und du kommst dann da rein. Warum meine... Beziehungsweise an sich werden meine Schiffe immer ungrad breit. Also 5, 7 und so, ne? Ist mir persönlich schon aufgefallen. So, genau in einer Cockpit. So, und zwar platzieren wir das ein Stück weiter hinten. Ja. Das ist okay. Dann hätte ich nämlich im Grunde gerne folgendes. So, brauchen wir das Abbau-Tool. Dass wir lebendig. Ich glaube, da ist auch der Kern, ne? Habe ich ihn überhaupt schon einstecken? Buggy. Muss ich auch mitnehmen, wenn ich baue. Zack. Ich will es nicht gleich verarbeiten. Das heißt, den erstmal obligatorisch setze. Das war nicht, dass das Ding despawnt. Ich weiß nicht, wie der Server genau eingestellt ist. Deswegen. So. Aber über 10 Blöcke dürfte da eigentlich nichts passieren, theoretisch. So. Aufzugsblöcke brauche ich auch noch, aber es ist nicht mehr tragisch. Auf jeden Fall, da geht's hoch. So. Schön ist ja an den Schiffen, dass sie keine SI haben. So, das heißt, jetzt in der Mitte kommen. Lassen wir mal kurz noch. So, sehr gut. Dann müssen wir uns schon mal ein bisschen um die Form kümmern. Das Ding hockt jetzt nicht ganz mittig, das ist scheiße. Das heißt, wir müssten... Das ist jetzt natürlich Käse, was ich gebaut habe. Na? Das ist natürlich Käse. Das heißt, ich muss das Ding erstmal versetzt bekommen. Wir kommen hoch. Können nach vorne laufen. Dann hätten wir nämlich im Gegenzug... Es wird ein bisschen breiter ab dem Punkt hier. So nämlich... Ja. Dann brauche ich kurz den Block hier. Zip. Na, und so. Dann brauchen wir den Block hier. Und den ziehen wir dann so entlang. Ich hoffe, das Schiff schiebt sich einfach nach drüben, wenn es irgendwie zu doof wird für ihn. Ist. See. So, dann brauche ich diesen Block hier. Die setzen wir nämlich so ran. Dann setzen wir dich nämlich gleich so. Geht auch du. Das lange Eck, ne? Jetzt müssten wir das aber in der Achse drehen. Oder doch in der anderen. Warte mal, das hat ja eine breite Seite, ne? Das hat ja gar keine flache. Dann brauchen wir eigentlich ein ganz anderes. Bräuchte ich mal einen ganz normalen Block, ne? Dann bräuchte ich mal einen ganz normalen Block. Wie sieht das aus, wenn wir das jetzt hinsetzen? Überhaupt. So ist natürlich cool. Ach, das heißt, dann bauen wir dich ab. Das kann eine Weile dauern, jetzt wird mein Schiff fertig, aber ich möchte dich im Offscreen bauen. Ich möchte, dass ihr das alle schön fein so blick miterlebt. Wie wir etwas zusammen bauen. Ich
Ich weiß nicht, ob ich gleich in einem Rutsch durchmache. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon ganz genau? Nicht mal ich selber. Von daher. Jetzt habe ich natürlich Scheiße gebaut. Oh, Boogie, du Mongo. Du sollst dich nicht fortbewegen, wenn du etwas baust. Das hat die Angewohnheit, dass du es eventuell doppelt baust. Und somit unnötig Ressourcen und Arbeit verschwendest, mein Junge. Nee, nee, nee. So, dann brauchen wir dich jetzt. Und zwar diesen Block hier. Müsste theoretisch gehen. Habe Folgendes vor. Nicht ganz. So müsste das Ganze sein. Und dann müsste ich das auf diese Außenseite hier platzieren können. Da brauche ich aber einen Hilfsblock erstmal. Heißt, Hilfsblock, wir setzen erstmal dich daran und dann dich daran oder so. Dann müssen wir einen Käse bauen, was wir zu viel gebaut haben. 2, 4. Nein, das war zu viel. Was ist denn jetzt los? Warum hängst du so, Droney? Ganz cool bleiben, Brunner. So, das gleiche machen wir hier drüben auch noch. Schön im Kreativ, da geht's, nicht, geht's auch gleich weg, aber im Survival halt eben nicht. Da muss man das selber abbauen. Schauerei. So, jetzt brauchen wir nämlich im Grunde eigentlich diesen Block. Den müssen wir dann nur drehen, passend. Setzen wir den nämlich daran. Nehmen dann unsere Flachplatten, Lachplatten, das sind die hier. Setzen die daran, ziehen die hier lang. So. Und können dann da zum Beispiel Glaswände machen, gepanzerte natürlich. Na? Damit haben wir schon ein bisschen eine Form drin. Da unten, das können wir dann irgendwie noch ein bisschen abrunden, das sehen wir. Dann müssen wir erstmal am Aufbau vom Ganzen hier. So, das heißt, wir kommen da hoch, haben hier. Warum war mir das klar, dass er das verfickte Eck immer falsch baut? Immer das gleiche mit diesem Dreckseck. Da das ist das einzige, was ein bisschen im Mirrored Modus nicht funktioniert. Genau dieses Eck. So, zack, ran mit dir. Jetzt können wir es wieder aktivieren. Eingedrückt halten. YZ, perfekt. So, dann geht es nämlich an die Innenausstattung. Und zwar haben wir nur zwei Kühlschränke und ein paar Frachtboxen. Das ist okay. Eine Kühlschränke eigentlich? Nein, wenn ich es im Nachhinein überlege. Beine genau, Kühlschränke weg. Wir brauchen eigentlich erstmal das Wichtige. Das heißt, wir setzen hier die Klonkammer. Die Medic-Station. Dann kommt im separaten Teil noch was. Das ist in Ordnung. Warbeacon müssen wir noch verstauen. Das müssen wir noch verstauen. Da gibt es noch ein bisschen arg viel. Ich will es relativ kompakt halt eigentlich, das Schiff, ne? So, kurz für alle. Lass mich überlegen. Wir brauchen... wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich bin blind. Ich suche die Sauerstoffstation. Die wahrscheinlich noch nicht gebaut wurde. Ach doch, da. Klar, was sag ich denn da? Mann, Mann, Mann. Ich sag mir jetzt... Blindviech! Mongo! Guck mal, da ist sie doch! Nee, nee, nee. So. Als erstes Wichtige, wenn man ein Schiff vorkommt. Gerade. Ich dachte gerade, ich hätte nur einen Alarm gehört. Ist, also so nach Motto. Achtung, Drohnen greife deine Basis an. Aber geht ja nicht mehr. Okay, wie hat's er kaputt gemacht? Ohne mich. Ups, Backe. Eins. Und dann setzen wir dich daran. So, dann bin ich vom Dings gleich. Gut, dann brauchen wir an der Bobbesle-Düsen zwei Stück. Ach du Scheiße, sind die groß.